Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Quest Heroes 2. Ich bin euer Cookie und ich bin jetzt mal unglaublich gespannt, was noch passiert. Aber vorher hat er wieder was Neues. Ja, kannst du. Schuppenkugel und Eisenkugel, okay. Gut zu wissen, dass das so gut ist. Ich brauche die Tränke. Oh, meine Nase. Sie juckt. Hallo Schätzchen, dieser Kessel ist leider nicht ganz bereit. Whatever. Hier ist niemand. Dieser Laden ist geschlossen. Ich wollte doch... Egal. Egal. Was hat der denn da im Angebot? Der liebe Kerl? Hey, Watcher. Hey, Watcher. Ruhmesklingen. Oh, yeah. Tschüss. Ja, bitte ausrüsten. Der... Mein Hauptcharakter braucht sowas. Und... Magische Chakrim. Ja, warum nicht? Weil die werde ich persönlich viel spielen, weil ich sowas mag. Danke, also legt Maribel dieses Teil jetzt gleich an, oder wie? Ja, klar. Das sieht schon mal cool aus. Danke, 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 mein Lieber. So, was habt ihr denn für so schöne Tag gehabt? Ich hoffe, bei euch ist alles super. Und jetzt geht's mit der Story weiter. Ich bin mal gespannt, was passiert jetzt. Ritterin Sora! Die Anhörung des Prinzen wird im Thronsaal stattfinden. Die nötigen Vorbereitungen werden gerade getroffen. Danke. Sora, du musst uns daran teilhaben lassen. Es macht uns fast verrückt, nicht zu wissen, was mit Cäsar los ist. Fremden ist die Teilnahme an solchen Verfahren ohne die Zustimmung des Hochkönigs normalerweise nicht gestattet. Aber ihr beide habt bei all dem eine wichtige Rolle gespielt. Also gut, ich spreche mit seiner Erhabenheit und werde sehen, was ich tun kann. Danke, Sora. Seht euch in der Zwischenzeit doch etwas um in der Stadt. Scheint sich seit unserem letzten Besuch einiges getan zu haben. Ach, jetzt geht er. Hallo Schätzchen und willkommen in meiner kleinen Alchemistenhütte. Och, das wäre cool, wenn es die noch geben würde. Hier kannst du dein Zubehör mit den verschiedensten Zutaten aufpeppen. Zutaten findet man überall in Schatztruhen bei besiegten Monstern. Bring einfach alles hierher und schau, was du damit anstellen kannst. Oh, ich habe eine Idee. Da das dein erster Besuch ist, könnte ich dir eigentlich etwas auf die Sprünge helfen. Hier, Cookie erhält ein paar Schleimohrringe. Cookie erhält einen Schleimtropfen. Cookie erhält zwei Büsche Wollgras. Back alles in den Kessel und du wirst schnell verstehen, was es mit Alchemie so auf sich hat, okay? Also kommen wir da mal zusammen. Den da reinpacken. Verbessern? Ja, das sieht aus. Ja, klar. Pack die da rein. Und jetzt haben wir Epic Schleimohrringe. Oh. Oh. Cool. Ich wusste gar nicht, dass das so geht. Mit dem Plus, das ist ein richtig cooles RPG dann. Also gut, warum verrätst du mir nicht erst einmal, welche Art von Zubehör du verbessern willst? Do come again. Klar, machen wir. Also persönlich habe ich keine Lust. Oh, was hat sie denn jetzt hier vor? Willkommen, Cookie. Das ist die Missionstresen. Von hier aus kannst du Leuten überall im Reich helfen. Für jede Mission wird vom jeweiligen Auftraggeber eine Belohnung ausgelobt. Es lohnt sich also, diese Aufträge zu erledigen. Wir zählen auf dich. Warum bringst du nicht einfach einen Blick auf die aktuellen Ausschreibungen? Ja, Abschluss melden, Mission in Arbeit, Mission annehmen? Reparaturarbeiten. Ich habe den Zuschlag für die Reparatur der Brücke erhalten, die grüne Gründe und sengender Sande verbindet. Material ist teuer. Könnt ihr euch von den Monstern bohren? Frau mit Fakesphobia? Ich habe eine Verabredung in der Oase der sengenden Sande. Aber als mich dort umsah, war sie voll von diesen garstigen Grinsesteinen. Könnt ihr die wegräumen? Ritterhauptmann, alle, die Concordia dienen, werden hiermit aufgefordert, in den grünen Gründen den Kampf gegen die Monsterhorde aufzunehmen, die dort ihr Unwesen treibt. Für das Reich! Take care! Finde ich toll, dass du das hast, aber... Was ist los, Spielbier? Auf einmal, kaum spiele ich die Spiel, werde ich müde. Ich weiß nicht, warum. Da ist der Priester. Willkommen, mein Kind. Ich bin endlich soweit, dich zu empfangen. Ich kann dir helfen, deine Berufung zu wechseln, wenn du dies wünschst. Ich kann außerdem deine Talentpunkte neu zuweisen, falls du dies für erforderlich hältst.
Nimm meine Hilfe in Anspruch, wann immer du ihrer bedarfst. Ich stehe hier stets zu deiner Verfügung. Berufungen. Wenn du die Berufung von Cookie oder Cookeline erinnern willst, wird es Zeit für einen Besuch beim Abt von Alsneu. Mit einer neuen Berufung kannst du neue Waffen ausprobieren, neue Talente meistern und das Spiel auf eine neue Art erleben. Vergiss nur nicht, dass du mit jeder neuen Berufung auf Stufe 1 anfängst. Du wirst erst einmal trainieren müssen. So, lass uns dann beginnen. Ne? Was kann ich denn als Berufung haben? Ja, machen wir mal Cookie. Kampfkünstler, Zauberer, Priester, Dieb. Ach, wie cool. Das muss ich mal jetzt ernsthaft zugeben. Zauberer am Peitschen? Oh, Müller, das wird dir gefallen. Speere. Also, ich bleib jetzt erstmal beim Krieger. Weil, wenn der Moment kommt, wo man jetzt dieses fette Schwert da wie Cäsar wählen kann, oh yeah, dann bin ich sowas von dabei. Ja, wir haben uns umgeguckt. Ah, da seid ihr, die Anhörung beginnt gleich. Wo der Thronsaal liegt, wisst ihr ja schon. Na los, wir sollten uns schleunigst zum Turm der Eintracht begeben. Ja, wir laufen und sehen gut aus nebenbei. Ich finde die Haare ziemlich cool, aber das sind typisch Anime-Haare. Bei Wind und Wetter, die bleiben und stehen. Mirable. Aber ich weiß nicht, ob ich Cookie-Line für Cäsar rauspaddle. Aber ich glaube, das geht nicht, oder? Doch. Smugface. Das ist er also. So here he is. The noble king. Who stabbed my father in the back will be quite enough for now, Princess A. Was geht mir ab? Are we to understand that your attack on Harbor was in answer to some wrong committed against your father, the honored king of Dunisia? Well? Okay. Yes, your radiance. And I make no apology. The Harbans must pay for their crime. This man, their king. This faithless worm murdered my father in cold blood. You say that I... You believe I would... Uh-huh. I see that you mean to prolong this shameless charade. But I know the truth of your betrayal. 10 days ago on the night Alter, of his death, kacke jetzt I saw gerade. You slithering from his chambers like the snake you are. So you see, when we found this beside his body, it came as no surprise. Tell me. Do you deny it now? Do you deny that this is a feather from your magnificent crown? But I did not. I would not kill your father. I swear it. You dare lie so brazenly to my face. You who claim to be a leader of men. Silence. Silence. Boah, ist das scheiße gerade. Ich weiß, Prinzessin, wenn ich richtig verstanden habe, fand euer Vater vor 10 Tagen den Tod. It was 10 days ago that your honored father met his unfortunate end? Indeed. Exactly 10 days this evening. If that is indeed the case, I can confirm that our friend the King of Harbor cannot possibly be the culprit. What do you mean? Why, that very evening a feast was held to celebrate the founding of Harbor. The king here was kind enough to welcome me as a guest, and he did me the inestimable honor of remaining by my side throughout. But I doubt that even the most cunning of murderers could have stolen away from me, traveled to Dunisia, committed such a crime, and returned unmissed. So, you see, the vengeance you crave is not to be found in Harbor. Okay. I suspect that rather than it having been the true King of Harbor you saw, it was another. One bent on seeing him take the blame for this most despicable of deeds. Ihr wollt damit sagen? You mean that I... Ja, wurdest du. ...have been deceived. That his murderer was... Well, that makes me quite the fool. Quite the gullible fool, indeed. Led a merry dance by my enemies and into all-out war, no less. Uh-huh. Oh! I take full responsibility for my actions. Your radiance.
my life. Respekt, Respekt, er hat Eier. Hold on a minute. Sizzar, how exactly is you getting your stupid head cut off going to solve anything? He's right. And besides, dass das so dissynchrograd ist, ist das scheiße. Do you want to know who's really behind all this? Hey, come with us. We'll find the real murderer together. Your radiance. Our young friends are correct. The prince must not be punished. What will it benefit us? It cannot bring back that which has been lost. Better that he live, that he seek out and apprehend his father's killer. That he help eliminate the source of that which led him down the path of war. Aber Majestät. Sire. Prince Cesar. Let us seek out your father's killer together. There are those who clearly care about you deeply. Do this for them, if not for yourself. Smugface, Alter, dieses Lächeln von dem, ne? My lord. Was ist das denn, Alter? Mann, dass das jetzt so nicht synchron war, das ist schrecklich. Vergebt mir, ich habe euch des Verrats beschuldigt und wollte eure Erklärungsversuche nicht hören. Es steht euch zu, mich zu verachten. Immer mit der Ruhe, ist doch jetzt alles geklärt. Der Hochkönig hat dich begnadigt und auch der König von Orenkia. Ich komme aber einfach nicht drauf glauben, die Smugface von dem. Immer noch am Lächeln, ey, sterbe ich halt. Smile. Orenkia hat dir verziehen. Außerdem ist dir etwas Furchtbares widerfahren. Du warst nicht mehr du selbst. Wer könnte nur etwas derartiges tun? Nun, es gibt vielleicht jemanden, der uns damit weiterhelfen kann. Was? Wirklich? Die Krone auf meinem Haupt erhielt ich vor einigen Jahren von der Königin von Kreatien, der östlichen Wäldern. Von der Königin von Kreatien? Das klingt wie Kroatien. So ist es. Die Federn, die sie zieren, findet man nur in diesem Königreich. Und selbst dort sind sie ein seltenes und wertvolles Gut. Außerdem ist die Königin eine der größten Zauberinnen der Welt. Kein Zauber ist ihr zu mächtig. Nicht einmal Metamorphose. Ah, der erinnert mich an Onada von Yowashunu Pedal, bla bla bla. Metamorphose, Hime, Hime. Aber egal. Und was heißt das im Klartext? Ich mach mal hier weiter. Im Ernst, hast du etwa alles vergessen, was man uns gelehrt hat? Mit diesem Zauber kann man jede beliebige Gestalt annehmen. Oh, wirklich? Das klingt ja absolut super. Moment, du meinst doch nicht etwa. Aber natürlich, nur die Königin von Kreatien konnte an die Feder gelangen und sich in den König von Orenkia verwandeln. Also hat die Hexenkönigin meinen Vater ermordet? Dafür wird sie büßen. Aber, eure Hoheit, das ist bislang nur eine Theorie. Aber es ist auch der einzige Hinweis, den wir haben. Weshalb uns der Hochkönig gebeten hat, diese Spur nachzugehen. Diskret, versteht sich. Lasst mich euch begleiten. Wenn es dort Hinweise zur Identität des Mörders meines Vaters gibt, muss ich es selbst sehen. Ich dachte mir schon, dass du das sagen willst. Nun, wie könnte ich deine Bitte ablehnen? Vergesst nicht, dass ihr nun ein König seid, mein junger Freund. Die Schicksale Tausender hängen von euren Worten und Taten ab. Handelt weise. Das werde ich, eure Majestät. Gehen wir. Je schneller wir dort ankommen, desto geringer sind die Chancen, dass die Kreatier uns auf der Schliche kommen. Cesar schließt sich der Gruppe an. Ich pack den sowas von schnell rein. Der hat ein dickes Schwert. Außer ich kann jetzt wechseln und kann auch so ein Schwert wählen. Boah, das wäre geil. Der talentierte Thronfolger. Cesar schwingt ein Bihen und setzt auf Muskeln und Magie zugleich. Sein Y-Spalthieb kann auch weit entfernte Feinde treffen. Mit seinem Gletscherschlag kann er große Eisbrocken nach Feinden schleudern und seine Klinge kurzzeitig mit einem Eiszauber stärken. Öffne im Menü verschiedenes Blablabla, um mehr von dem Charakter zu erfahren. Jetzt sind wir drei endlich wieder vereint. Was? Wie in alten Zeiten. Wenn wir zusammengearbeitet haben, gab es nichts, was wir nicht schaffen konnten. Irgendetwas zeigt mir, dass sich die Probleme, die wir heute bewältigen müssen, nicht so leicht überwinden lassen werden. Ach, jetzt sei nicht so ein Miesepeter. Wir sind schließlich auch 10-mal zäher als früher. Gemeinsam sind wir unaufhaltsam. Cookie und die Gruppe lernen die Kunst der
Auswechselattacke. Oh, cool. Auswechselattacken sind besondere Angriffe. Führe sie aus, indem du RB gedrückt hältst und LT gedrückst, um den Charakter zu wechseln. Diese tollen Techniken haben verblüffende Effekte, aber sie können sie auch eine Menge MP kosten. Setze sie mit Bedacht ein. Okay, machen wir. No probleme. Ach, jetzt müssen wir noch wieder zurücklaufen. Ach, Mensch. Hallo, Frau. Sobald man die sengende Sanne betritt, hat man überall diese lästigen Körner. Letztes Mal dauerte es ewig, meine Kleidung zu säubern. Gatze, alter Mann, der immer noch creepy ist. Da müssen wir jetzt hin, okay? Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Bevor wir aufbrechen, sollte ich euch ein paar Dinge über den Weg nach Kreatien erklären. Zuerst müssen wir natürlich durch diese Tore hier. Ich habe dafür gesorgt, dass wir nach Belieben kommen und gehen können. Das war dann schon der einfache Teil unserer Reise. Vor uns liegt ein gefährlicher Weg, darum meiden ihn die meisten Reisenden. In der Tat, der Wald ist deutlich gefährlicher als die Wüste, die wir gewohnt sind. Wir müssen uns gründlich vorbereiten. Ja, mache ich. Ihr habt in Orenkia und Aridia bewiesen, dass ihr im Kampf sehr bewandert seid. Doch sagt, was wisst ihr über die Prophezeiung? Prophezeiung? Ihr meint die auf dem Fenster der Kathedrale beschrieben wird? Genau die. Wenn Kriegestrommeln wieder klingen, ein Drache soll die Sonnen verschlingen und der Geschwistergeist sich wieder zeigen. Doch erst wenn Blut getränkt die Erde und die Bestimmung Wahrheit werde, die Zwillingsherrscher sollen den Thron besteigen. Sie erinnert uns an unsere Gelübde, nie wieder Krieg zu führen und an die Sünden unserer Vorfahren. Seht ihr, vor tausenden Jahren herrschten zwei große Könige über unsere Welt. Sie waren Brüder, Zwillinge, um genau zu sein. Doch dann brach der große Krieg der Zwillinge aus. Beide Brüder starben und die Welt wurde in die heutigen sieben Reiche aufgeteilt. Die Prophezeiung ist eine Nachricht von unseren Vorfahren, eine Warnung, die Fehler aus dieser finsteren Zeit nie zu wiederholen. Und sie erinnert uns an die zwei großen Herrscher, die eine ruhmreiche Ära einläuteten, um die Welt dann in den Krieg zu stürzen. Sie nennen es eine Prophezeiung, aber sie sagt nichts über die Zukunft aus. Sie ist eigentlich eine Art Warnung? Ja und nein. Die Geschichte neigt dazu, sich zu wiederholen. Sollte die aktuelle Welle aus Misstrauen und Konflikt weiter anschwellen, wird es wieder Krieg geben und dann wird aus der Warnung ganz schnell eine Prophezeiung, die sich bewahrheitet. In der Tat. Und wir müssen alles tun, um das zu verhindern. Eure Mission in Kreatien ist extrem wichtig. Unsere Hoffnung begleitet euch. Danke, sehr nett von dir. Maribel! Dieser Prinz ist also ein alter Freund von euch, wie? Ich habe auch einen Prinzen zum Freund und er ist genauso eine Nervensäge. Hey, Ruff, was geht bei dir? Sir, ich bin mit meinen 100 Liegestützen fertig. Sir, was jetzt, Sir? Wie geil. Du hast ja mächtig Mumm, du Wurm. Schlörk. Dann schlecken wir uns jetzt einen Zahn drauf. Also, du manchst jetzt. Na, Medici? Spielst du wieder den Kommisskopf für Ruff? Pass bloß auf. Das mag ja alles ganz lustig sein, bis sich jemand verletzt. Sei nett zu deinen neuen Freunden, ja? Na klar, ich meine, jawohl. Also, gefreiter Ruff, aufgepasst. Mach jetzt 100 Runden um den Platz. Zack, zack. Ahu, Sir. Ja, Sir. Nun, der echte Kommisskopf hätte ihn wohl 1000 Runden laufen lassen. Seit wann verstehen sich die zwei denn so prächtig? Weiß nicht, aber ich hoffe, Ruff macht nicht schlapp. Oh, gut, gut, gut. Dö. Falsche Richtung. Voll falsch. Ja. Hier muss ich lang. Ich verwechsel das immer wieder. Dö. Willkommen in Hildas Hellnord, wo sich die Abenteurer bla bla bla. Ja, ja. Hilda, ich mag dich auch. Let's get to work. Ha! Couldn't survive without me, eh? Nee. We will be victorious. Time to put my training into practice. Time to put Don't my training into practice. Don't be a stranger. Mann, die ist so gut designt, die ist hübscher als alle anderen. Welcome, my child. Ja, willkommen, du komischer Priester. Das ist super lieb. Berufung, ey, ne? Kann ich jetzt was anderes? Nein! Ich dachte, ich könnte. Ich will so ein fettes Zweihandschwert haben. Your true calling. May you find your true calling. Ja. Shifu! Ich spüre eine neue Macht in dir. Wie es scheint, geht es mit deinem Training gut voran. Wenn du mächtiger werden willst, so musst du deine Kraft gegen noch stärkere Monster auf die Probe stellen. Nutz all dein Können, deine Kraft und dein Wissen, um dich ihrer schnell und entschlossen zu entledigen. Dann ist der Lohn dir gewiss. Kurzer Prozessboni. Kurzer Prozessboni sind Erfahrungsschübe, die du erhältst, wenn du größere Gegner besonders schnell besiegst.
stürz dich auf den Schurken, sobald deine Gruppe die Waffen zückt, und bring ihn schnell zur Strecke, um dir den Bonus zu sichern. Danke, danke. Hast du jetzt noch... Ja, hast du noch was? Ah, okay. Focus. Always. Ja, ja, mach ich, Chivo. Chivo, keine Sorge. Bitte tu mir nur nichts. Wer bist du denn? Waffenschein. Na und du bist? Siehst aus wie ein geborener Krieger. Vielleicht hast du sogar das Zeug zu eins meiner Schätzchen zu führen. Ich? Nur ein einfacher Schmied. Ich bringe den Plattnern die Kniffe des Handwerks bei, damit sie neue Waffen herstellen können. Und es ist Zeit weiterzuziehen. Ich reise durch die ganze Welt, um mir die geheimsten Techniken der Schmiedkunst anzueignen. Solltest du mich auf den Reisen zu sehen bekommen, dann sprich mich einfach an. So, ich muss da mal los. Bis demnächst. Nebenbei, Cäsar, hast du Adalas? Geile Klinge. Oh, die Schattenklinge. Ich will sowas von Goldring. Noch mehr Gold. Ah, ich kann nur ein Zubehör. Okay. Cookie, wo bist du? Ach, du hast da schon. Wanderkugel. Marable, bitte. Leiderkugel. Schleimohrringe. Goldring. Ein Kraftkeuler. Cookie, du nimmst einen Goldring. Ein Wanderkugel, okay. Ruhmesklinge, alles super, alles schön. Dann speichern wir mal. Child. Welcome, child. Let us pray. Aber gerne doch. Du, 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 du. Ja. Godspeed, so sieht's aus. Und ab hier rein. Mal gucken, was uns jetzt erwarten wird. Oh, wäre das cool, wenn mein Cookie bald ein großes Schwert hat. Das wäre... Also, auf nach Kreatien! Unser Weg... Kreatien? Ja doch, Kreatien! Unser Weg führt übrigens durch den Lichterhain. Dieser befindet sich östlich von hier. Unterwegs gibt es auch einen Kontrollpunkt. Wenn wir den passiert haben, sollte die Stadt in Sichtweite sein. Der Wald bereitet mir trotzdem ziemlich Sorgen. Es ist dort unter all den Bäumen doch sogar tagsüber dunkel, nicht? Also ich für meinen Teil bin nach all dem Sand schon ganz heiß auf einen Tapetenwechsel. Auf geht's! Mach dir keine zu großen Hoffnungen. Die Monster im Wald sind noch viel schlimmer als die in der Wüste. Bleib wachsam. Ei. Oh ja. Geil. Huh. Alter. Vicious Slice. Freeze. Okay. Geil. Die. Geil. Der gefällt mir jetzt umso mehr. 100 mal besser als Cookie. Sorry, Cookie, ich mag dich. Toll, du bist ja jetzt auch dabei, deswegen. Es ist sogar tagsüber dunkel. Oh, was seid ihr denn für coole Teile? Oh. Vicious Slice. Was war das denn? Thunderstrike. Oh, der Typ macht Damage. Alter. Königsschleim. Ach, wie cool. Oh. Cäsar schläft ein. Nein, Cäsar. Oh, wie cool. Die Königsschleime sind hier. Oh. Freeze. Komm her. Oh, yeah. Greif die doch an. Aua. Vicious Slice. Blitze. Nee. Maribel, wir machen das zusammen. Oh, dieses fette Schwert, ne? Ist so geil. Vicious Slice. Burn. Uhu. Nice. Und das Schwert hat dann auch immer noch die Property davon.
Wow. Ist das dein Ernst? Boom. Freeze. Komm her. Au. Also das tut echt weh, der sagt Königsschleim. Oh, Alter. Ich dachte, das wäre es jetzt nicht mehr gewesen. Wo ist der Medici? Danke. Kannst du mich nochmal healen? Ah, außerhalb des Kampfes heilt man sich ja. Ah, das gefällt mir aber hier mit dem Aussehen. Also der Wald gefällt mir viel besser als die Wüste. Aber die Teile halten natürlich wieder mehr aus. Und... Freeze. Maribel hat einen Stufenaufstieg. Nice. So, aber meine Freunde, wir sind schon wieder fast bei 26 Minuten. Also dann, vergesst niemals, nimm den LP, sagt der Langweiler die und bis zum nächsten Mal. Tschüss.